Hallo meine Lieben, an diesem herrlich verregneten Donnerstag. Der Himmel hat der Erde endlich mal wieder Regen geschenkt. Das war wirklich nötig, weil es einfach die letzte Zeit hier so heiß war, so trocken. Die Pflanzen sind alle eingegangen, weil man die nicht richtig viel gegossen hat. Und das Gras wurde schon ganz gelb. Und auch wenn man irgendwie durch die Landschaft gefahren ist, war da schon ganz viel gelb und braun. Und das tut den Pflanzen jetzt, glaube ich, mal richtig gut. Es hat irgendwann heute Nacht angefangen und hört jetzt so langsam auf. Die Katzen haben auch gerade mal so ihren ersten Streifzug durch den Regen gemacht. Yoda fand es überhaupt nicht witzig und ist nach 5 Minuten wieder zurückgekommen und ist wieder ins Bett gekrochen. Aber Murka ist gerade noch irgendwo unterwegs. Der macht das nicht so viel aus. Die hat aber ja auch ihr dickes Fell und bekommt dann von so einem leichten Regen eigentlich nicht so viel mit. Ja. Yoda hat sich mal wieder als Kampfkatze bewiesen. Gestern Morgen hat mich etwas aus dem Bett geworfen. Ich habe sie nämlich um 7 Uhr, als ich kurz wach war, habe ich die Katzen rausgelassen, habe dann die Katzenklappe aufgemacht, dass die rein können wieder. Und so gegen 9 war Yoda drinne im Vorzelt. Und der Kater mit den weißen Pfoten ist auch ins Vorzelt rein. Der hat ja jetzt schon mal ab und zu mal reingeguckt, aber jetzt ist er wohl richtig rein. Ist dann Yoda begegnet und das war nicht gut für ihn. Ich habe riesiges Katzengejaule gehört, also eine Katze, die wirklich aufschreit vor Schmerz. Habe ein totales Gerümpel gehört und bin dann erstmal aufgeschreckt und noch hingerannt. Ich habe halt wirklich gedacht, jetzt hat es Yoda mal erwischt. Und dann sind die, habe ich nur gerade mitbekommen, dass die irgendwie hier raus sind, kämpfend. Yoda ist dann aber wieder reingekommen und dann habe ich sie gleich mal angeguckt und ihr war, ja, kein Härchen gekrümmt, gut, klar, sie hat keine Haare, aber in ihr war gar nichts. Ich habe sie dann in den Camper geschickt, die Tür zugemacht und bin dann hier raus und der hat dann auch Angst vor mir gehabt. Der ist dann wieder rein gerast und raus wieder zur Katzenklappe, so schnell er konnte. Ja, also Yoda hat ihn wohl richtig vermöbelt, ohne selbst irgendwas abzubekommen. Respekt, ja, so ein kleines Wesen. Und der Kater, der hat schon so die Statur von Murka, also schon so das Doppelte von Yoda. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Gestern Abend hat er nicht mehr irgendwo hier reingeguckt, war nicht mehr auf dem Grundstück. Mal gucken, wie es heute ist. Aber ich glaube, Yoda hat klargestellt, dass sie hier der Chef ist. Ja. Ja, und was war ansonsten? Ja, ich habe 18.000 Abonnenten. Wow, mega. Ja, Wahnsinn. Also, die Zahl wird halt immer unrealistischer für mich, gerade weil es halt immer wieder so ist. Die ersten Videos habe ich hochgeladen, da wusste ich überhaupt noch nicht, dass ich überhaupt mal Abonnenten haben werde. Ja, das ist so, das war so eine Fügung des Schicksals, die einfach sein sollte. Mega, 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 mega. Ja, und was ihr dann mit Sicherheit schon in einem Video gesehen haben werdet, ich bin sicher, das Video hier kommt erst ein bisschen später, ist, dass ich mich ja gestern habe tätowieren lassen. Sieht jetzt in der Kamera ein bisschen komisch aus. Genau, da guckt ihr einfach in das Tattoo-Video für mehr Infos. Und jedenfalls war es so, dass ich am Vortag endlich mal wieder beim Rollenspiel war. Und da musste ich dann nachmittags abends hier weg. Bin nachts erst wieder heimgekommen. Habe dann natürlich auch das Auto draußen parken müssen, weil die Schranke schon zu war. Und bin dann am nächsten Tag, deswegen habe ich die Katzen dann auch so früh rausgelassen, musste am nächsten Tag auch schon wieder vormittags weg, wegen dem Tattoo. Dafür bin ich aber jetzt ein paar Tage ganz, ganz viel für die Katzen wieder da. Und sie haben es auch überlebt. Also ich habe es so gemacht, dass sie trotzdem hier raus konnten und so. Aber das hieß, dass meine Nachbarn mich nicht gesehen haben von Dienstagnachmittag bis Mittwochabend. Und ja, das Auto auch nicht stand, ne, und alles. Und dann kam ich hier gestern Abend an und dann haben sich schon die Nachbarn versammelt vor meinem Tor und wo ich dann gewesen bin und sie hätten sich Sorgen gemacht und es hätte mir irgendwas passiert sein können und so weiter. Und ich fand es total süß. Klar, die einen sagen, ja, es ist doch total spießig auf dem Campingplatz und man hat keine Privatsphäre und bla. Wenn man da ein Problem mit hat, klar, dann ist es nicht das Richtige auf einem Campingplatz. Aber ich fand es, mich hat es total gerührt, dass da einfach Menschen waren, die ich ja noch gar nicht lange kenne, die sich aber schon Gedanken gemacht haben, ja, und
Das war so süß für mich. Und wir haben dann auch Nummern getauscht. Ich habe dann Nummern getauscht mit meinen Nachbarn, dass die halt dann, auch wenn bei ihnen mal was ist, dass ich Bescheid sagen kann und umgedreht, ja, dass man einfach so ein bisschen Blick darauf hat. Ja, und fand es irgendwie echt, ich war echt gerührt, ja. Ich fand's schön, muss ich sagen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich trinke heute wieder Getreidekaffee aus einer Katzentasse. Ich habe jetzt drei Katzentassen, die ich immer benutze. Das ist super. Und ganz kurz wollte ich mal auf meinen Getreidekaffee eingehen. Jetzt habe ich die Dose gerade wieder weggestellt. Weil ja neulich ein ganz erschütterlicher Aufschrei war von wegen, du trinkst doch nicht wohl nicht Karo-Kaffee von Nestle und böse Nestle und so weiter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Nicht so viel dagegen sein, lieber ein bisschen mehr dafür sein. Zum Beispiel, hey, cool, Getreidekaffee, was für eine Sorte trinkst du denn oder so? Ich trinke nämlich aktuell den Alnatura Malzkaffee. Der ist jetzt nicht 100% Malz, also es ist halt sehr malzig. Und ich meine, er ist schon lecker. Ich trinke den ja mit Reis-Vanillemilch von Enerbio. Also dann kann man den schon trinken, der ist schon lecker. Aber viel lieber trinke ich noch von Naturata den Getreidekaffee. Der ist zwar teurer, aber wenn man auf die Menge geht, im Naturata sind 250 Gramm, der Alnatura sind 100 Gramm Dose. Ich glaube, dann kommt es schon wieder auf den gleichen Preis. Allerdings ist der Naturata sehr schwierig für mich zu bekommen. Da muss ich nämlich entweder irgendwie einen Dents oder sowas aufsuchen oder ein Reformhaus oder ich muss den im Internet bestellen. Und da die Post aktuell streikt, dauert das ja immer so ein bisschen sehr lange teilweise mit Paketen. Und deswegen habe ich aktuell mal wieder den Alnatura. Ja, aber er ist auch trinkbar. Ja, Schatz, sag mal, wie du jagst. Ja. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ja, Schatz, ist toll hier draußen, gell? Ja, ich denke, ich sollte einfach aufhören zu planen irgendwas. Das Leben hat sich jetzt so gefügt, dass der kleine Schatz und ich hier wohl dann doch zusammenbleiben. Okay, mein Spritzi. Mausebaby zu kuscheln. Ja, heute ist ein bisschen kalt, deswegen saß er heute auch schon ganz viel unter der Solarlampe, ist aber jetzt ein bisschen am Rumlaufen gewesen.
Und ja, es haben sich irgendwie ganz viele Zeichen wieder so gefügt, dass er jetzt nicht weg soll. Einmal erreichen mich echt täglich so viele Nachrichten von wegen, hey Karlchen, geht's heute so gut bei dir? Und es fühlt sich nicht gut an, ihn abzugeben und. Genau. Und Judah protestiert auch schon. Und für mich fühlt es sich auch nicht mehr richtig gut an, ihn abzugeben, weil es ihm halt hier echt gut geht. Er kann hier wirklich den ganzen Tag laufen, wie er lustig ist, wann er lustig ist. Ich kann mit ihm auf die Wiese gehen und alles. Ich habe hier überall auch Wildkräuter, die ich sammeln kann. Er hat die Sonne, die ganz viel scheint. Wenn er die Sonne nicht hat, hat er die UV-Lampe. Und ja, ja, jetzt ist halt so, dass die liebe Person, die ihn eigentlich holen wollte, jetzt auch bei sich gerade ganz viele Veränderungen im Leben hat, wodurch das viel schwieriger wird. Und dann müsste sie ihn auch mit dem Zug irgendwie abholen aus Österreich, was überhaupt nicht cool wäre, ihn jetzt mit dem Zug zu transportieren und so. Und deswegen spricht irgendwie alles dafür, dass er bei mir bleiben soll, ja. Das Einzige, wo was daran schwierig wird, ich meine, im Winter hält er eh seinen Winterschlaf. Das Einzige, was daran schwierig wird, ist eben, wenn es keine starken Sonnentage sind, dann braucht er ja seine UV-Lampe und die frisst halt richtig, richtig Strom. Und der Strom hier auf dem Campingplatz ist halt ja doppelt so teuer wie normal. Das wird halt interessant werden, wenn ich dann die Stromrechnungen bekomme. Aber ja, auch das ist möglich. Also wenn ich dem Leben vertraue und er bei mir bleiben soll, dann funktioniert auch das. Insofern, Karlchen, ja. Karlchen bleibt hier und es wird weitere Videos geben, wo auch Karlchen drin vorkommt. Karlchen kriecht ins Bett und gräbt sich langsam rein. Das Haus ist voller Erde und Pinienrinde, Heu, Moos. Und da gräbt er sich jetzt für die Nacht ein. Ja, es kann noch eine Weile dauern, bis er fertig ist. Und Dienchen ist aber noch ganz fit. Ja, Dienchen, du hast gerade Mittagsschlaf gemacht und bist fertig. Ja, und jetzt ist früher Abend, bist du bereit, ne? Wieder auf eine Tour zu gehen. Ja, das Halsband musste ich jetzt abmachen, weil dadurch, dass sie gar kein Fell hat und obwohl das so ein weicher Schaumstoff ist, hat sich das entzündet hier auf der Haut, also hat gerieben immer so sehr. Deswegen musste ich das jetzt abmachen, Kuschotti. Aber du kriegst ja bald deine Tätowierung und deinen Chip. Yoda ist im Moment zu kalt draußen. Die setzt sich dann lieber schön hier aufs Sofa drauf, guckt nach draußen und beobachtet das aus dem Warmen heraus. Mooka dagegen ist so gerne draußen, dass sie jetzt auch ihren Mittagsschlaf nach draußen verlegt hat. Okay, Schatzi. Ich habe ja hier diesen kleinen Kratzbaum vor der Tür stehen. Und ja, dann habe ich mich vorhin gewundert, warum liegt denn Mooka nicht im Bett und schläft? Ja, und dann hat sie sich hier drauf gelegt und hat hier geschlafen. Komm mit, Schatzi. Ja, und es ist so süß, weil sie jetzt auch schon öfter mal wollte, dass ich eben mit ihr rumlaufe. Vorhin ist sie dann mit mir vorne zu den Toiletten gelaufen. Allerdings hat sie dann kurz vorher Panik bekommen und miau, miau, miau. Dann habe ich sie erstmal wieder zurückgebracht, bin dann zu den Toiletten. Und als ich wiederkam, war sie schon wieder auf halbem Weg gekommen, weil sie mich abholen wollte und hat sich dann ganz doll gefreut, als ich dann kam. Und auch so sitzt sie dann auch manchmal vor der Tür, ne, und schreit. Also die Tür ist dann so ein Stück offen und schreit sie, komm raus. Und dann soll ich hier draußen mit ihr spielen und ein bisschen mit ihr umherlaufen. Total niedlich. Heute war es total spannend. Ich hatte erstens mal richtig lieben Besuch. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und habe kasachisches Essen bekommen, das einfach göttlich war. Und zwar war das Reis mit einer Soße aus Berberitzen und Safran und dazu Auberginenscheiben mit Walnuss, Knoblauch, frischen Kräutern. Mega. Und sie hat extra mehr gekocht, sodass ich jetzt auch noch was habe für morgen zum Essen. Ich freue mich. Ja, und was dann total lustig war, es hat richtig schlimm geschüttet. Also heute war so ein Aprilwetter, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Und dann hat es so schlimm geschüttet, wir konnten uns nicht mehr unterhalten, weil wir uns anschreien mussten, weil es so laut war.
Und ja, dann hat es wohl hier irgendwo ein bisschen reingeregnet bei mir, irgendwo wo es Strom getroffen hat. Und dann ist die Sicherung vorne rausgeflogen und dann hatte ich erstmal keinen Strom mehr. Aber dann bin ich zum Platzwart hin, der hat die Sicherung wieder rein und war alles wieder gut. Das kann wohl mal passieren, wenn es halt so richtig schlimm regnet, dass es mal irgendwo dann Wasser reinkommt. Und ja, ich werde aber jetzt mal schauen, dass ich die nächste Woche mal mit Paddy zusammen hinten gucke, dass wir das doch nochmal alles aufmachen und einfach mal gucken, ob es da vielleicht irgendwo noch richtig reinregnen kann. Nicht, dass ich das jetzt bei Regen öfter mal habe. Ja, und warum stehe ich hier draußen? Ich wollte euch mal zeigen, wie toll der Himmel aussieht und wie toll jetzt dieser Nebel in den Bergen hier in dem Wald hängt. Ich hoffe, man erkennt es über die Kamera. So, warte mal. Ja, da hinten sieht man schon, wie toll da der Nebel hängt. Und den Himmel, der ist gerade in so wunderschönen Rot-Orangetönen mit dem Blau zusammen. Super toll. Ja, und es war ja noch ganz lustig, weil Murkili vorher abgehauen ist, weil sie irgendwie gesehen hat, so, ah, Besuch, da habe ich keinen Bock drauf, ich mache jetzt mal einen Streifzug. Und dann hat sie der Regen halt irgendwo erwischt und dann kam sie dann nach dem Regen total panisch nach Hause. War vor, die vordere Hälfte war trocken und die hintere Hälfte war klatschnass. Ja. Aber es war alles okay. Ich habe sie dann gestreichelt, dann hat sie Essen bekommen und jetzt liegt sie im Bett und schläft und es geht ihr wieder gut.